Haus. Bankhaus und damit hallo allerseits. Willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Da war ich doch vorhin schon mal. Komm, geh weg. Kartenbildschirm. Der ist ja schon wieder dabei. Jetzt ist er bei uns, stimmt. Der Blitzspieler von vorhin. Das ist das einzige Thema bei uns. Dass wir im Arbeitsraum waren. Er spielt ja gar nicht mehr Blitz. Ich glaube, der hat die Schnauze voll davon. Er dachte, es wäre Clash, aber hat sich gehört. Ich bin mal gespannt, ob der nachher wirklich Clash nimmt, ne? Die Drohne fällt. Auch noch so halb langsam. Hört sich ja wie Keller. Weit weg auf jeden Fall. Na, schief schon mal nicht. Du guckst unten, dann guck ich mal oben. Keller, oben wird's laut. Chefbüro. Der Papa-Bär. Elite? Nee. Karabschrau. Müssen wir der Trolle eigentlich die ganze Zeit jetzt begegnen? Solange sie uns nicht ärgert. Scheiße. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Bitte nicht Kacke spawnen, sehr gut. Aber ich bin Kacke erteilt. Das ist natürlich Kacke. Warte. Ja, da klopft, glaube ich, ein Verteidiger auf, hä? Liegt nix rum. Keine Minen, keine Matten. Fußabdrücke. Vielleicht war ja eine Grabschraube mit leise Tritt. Vielleicht liegt hier noch unterm Schreibtisch. Halt, warte, ich hab einen Fuß. Ich will nur aufmachen. Nicht verletzt werden. Oh, hier fliegen Kontaktgranaten aus dem Hausmeister. Büro raus. Da ist auch die Grabschrau drin. Was macht die denn da? Das war eine Sackgasse für sie. Da ist noch der Papa-Bär. Hausmeister. Nee, hier ist schon im Besprechungsraum. Schießt da Leute durch die Pappe. Was? 1 gegen 4? Kalt liegt noch da unterm Tisch. Ja. Aua! Eigener Druck getötet. Mann. Oh, die kam die Treppe hoch. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden.
Hm, vielleicht sind sie jetzt Kenner, weil hier ist ziemlich ruhig im Erdgeschoss. Na, oder auch nicht, hier ist kalt. Oh, ah. So. Doch, Kenner. Der Biogefahrgutbehälter wurde... Mira! Oh oh. Hallo. Weiter zum Biogefahrgutbehälter. Wieso bin ich denn jetzt in der Kackecke? Ich war doch vorhin auch woanders. Du bist Ubisoft. Ist auch so ein Scheiß, warum die den Spawn so verkackt haben. Keine Rausrenner mehr, die waren schon lustig und dann auch dieses blöde in der Ecke spawnen. Die haben bestimmt irgendwo Grabschrauben. Oh Gott! Das Pärchen ist gerade rausgekommen. Aus dem Loch, aus dem Dreckloch auf dem Server. Fehlt nur noch Grabschrauben. Der Brenner ist Starter. Magazin wechseln. Das Salz geht los. Oh, die Drohne ist weg, ist nicht gut. Ah, nicht gut, sag ich doch. Aua, das war nicht nett. Weg. Wechsle Magazine. Kappschrau haben sie wirklich. Guck bestimmt gleich wo an. Die Drohne habe ich auch anders geparkt. Ich depp. Oh, hier war ein Laser. Grabschrau kommt bestimmt von hinten. Die sind im Dreck noch. Da ist sie ja. Oh, oh, das geht bestimmt schief. Für sie. Ein Gegner verbleibt. Markiere Feind. Ich hoffe, der hat sich beim schwarzen Spiegel entschuldigt. Gegner neutralisiert. Eigener Druck erfolgreich. CEO. Oh oh. Hm. Kann man salzig keine Motzi? Clash. Warte mal, Leute. Hab bisher zwei Eliminierungen und das war jedes Mal die Grabschrau. Warum nicht? Lieber so als andersrum. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Fuck ist bereit. Böses Auge eingesetzt. Schädlich ist bereit. Voller Schuss, eine neue Drohne. Fensterbarrikade steht! Ein guter Tag, da stand nur ein guter Tag. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Fenster ist verbarrikadiert! Verstärken die denn schon wieder? Das ist nicht nett, Mozzi, ist echt nicht nett. 5 Sekunden noch. Das ist doch Drohnenfänger, warum will der Drohnen zerschießen? Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Vielleicht, weil er auch eine blöde Herausforderung hat.
schieße Teamkollegen. Da war es nicht ich. Feuerkern bereit. Ah, danke. Hat er jetzt Vulkan dran gemacht. Perimeter fertig abgesichert. Guck mal, ob Fuse kommt. Position. Gerät wurde platziert. Sie haben Ihre Vers- den Gegner von der Sicherung des Behälters abgehalten. Sicherung? Oh, reingesprungen. Jetzt wird er abgebrannt. Jawoll. Boah, nur weil keine Sau da hinten abdeckt, ey. Diese Kackschrift da im Weg. Ach. Da liegt einer, macht's tot. Genau da. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Fast. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Wieder da oben. Nee. So, wir nee, also unten wenn man ist. Vom Keller ausgeht, dann ja, dann kommt's hin. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Seht euch mein böses Auge an! Zur Luke! Schädling hat Drohne gehackt, genau ins Schwarze! Die Wand hält einem Angriff stand! Die Drohne der Gegner hat Bio gefahren. Ich bin an den Boden! Vielleicht war ja der Artikel 5-Tag am 14. April. Deswegen ist der so angekringelt. Es bleiben 5 Sekunden. Fällt mir gerade so spontan ein. Was für ein Ding? Na, Artikel 5 hier, als die Terroristen so zugeschlagen haben bei Bartlett. Das könnte ich mir noch vorstellen als Grund, warum überall dieses Datum angekringelt ist. Und vielleicht auch genau zu dieser Uhrzeit, warum die immer auf jeder Uhr steht. Ich hab was vergessen. Halbes Elite-Mats hier am Umlauf. Wenn man die Outfits so extrem anpassen kann, finde ich die Elite-Outfits noch beschissener als vorher. Bleib ja wenigstens bei meinem Elite-Outfit, was ich anhab. Jetzt sind wir zu dort drin. Ich dachte, da kommt ein Gegner auf mich zu. Entschuldigung. Der war gut. Der blöde Drohne. Ich lade nach. Oh Mann. Wo ist mein Störsender? Ah, robbt am gelben Ping. Oh. Ah, Nebenbüro, kein Büro. Gutbehälter verhindern. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert.
Der blöde Tee, der kann ja gar nichts. Der hat er schon wieder verloren. Der ist schuld, der Tee. Liebe Grüße vom Tobi aus dem LPF. Hat er Kuchen vorbeigebracht? Nee. Will er einen vorbeibringen? Ich frag ihn mal. Aber sofort. Also, das mit dem Kuchen vorbeibringen. Oregon war ja Geisel, dann kommt er jetzt nochmal bei euch sichern dran. Quatsch. Bei Merrick eine Klopapierrolle? Was? Nee, okay, das ist ein Anhänger. Da steht da in gelber Schrift Maverick. Ja. Ich dachte, da oben hängt eine Klopapierrolle. Oh, ist die Schlaufe zum Anhängen, okay. Was? Aber es gibt, glaube ich, wirklich, ich habe das irgendwo mal gesehen, es gibt, glaube ich, irgendwo wirklich irgendwie so einen dämlichen Anhänger, der aussieht wie eine Klorolle. Okay. Ich hab das bei irgendwem schon gesehen, ich hab keine Ahnung. Oh. Ist ja ein möglicher Scheiß da. Viel Scheiß zum viel Geld ausgeben. Ja gut, das mache ich jetzt nicht. Denkt. So ein altbekanntes Gesicht hier. Ja, was wie hier? Spieler meinst du? Ja, ja. Von Spieler. Im Gegnerteam ist bestimmt nicht die Mama. Wo ist das Baby? Wenn es bei mir im Raum 25 Grad sind, dann macht es keinen Unterschied, ob der Rechner an oder aus ist, oder? Ja, dann steigt die Temperatur nicht, aber darunter dann schon von 22 heute jetzt auf 25 Grad in den guten 3 Stunden. Huch! Ich glaube, die sind irgendwo im Erdgeschoss. Kap kann es mir schon entgegenkommen. Küche für ein Ach, hier, Esszimmer. Ah, Strohhalm. Was, Strohhalm? Was? Stacheldraht. Ja, genau. Strohhalme liegen hier rum. Kapi Kapkan, da ist er. Oh, hier ist Wasser. 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden. Ja, Fenster oben ist sehr interessant. Position des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Wollen denn alle hin, Menschenskind? Der ist schon offen. Der soll da weggehen, hallo? Die Drohne ist aktiviert. Der Chunker weg, Anna. Das
also das Fenster bei dir, neben dir ist offen, MG. Und da siehst du die Salami-Taste. Okay. Monty ist tot. Nicht rein. Asami ist tot. Oh, das ging jetzt schnell. 4. Fast hintereinander weg. Da ballert das LMG und da war alles tot. Mhm. Ich glaube, einer war verletzt und dann wurde der letzte umgebracht und dann war es vorbei. Ah, wo spawn ich denn jetzt schon wieder? Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Wieder Esszimmer. Da oben wird was hingesetzt. Die wollen es jetzt wissen, wa? Da drüben ist das Ding hier her. Da? Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Wird wohl nichts. Nee. Ella. Einsatz in 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Elektronikscanner aktiviert. Wenn es eine Batterie hat, dann finde ich es. Aktiviere Drohne. Die Drohne ist aktiviert. Sag mal. Wolltest du aufs Klo? Nee. Wird schon noch. Sag mal. Ding. Wir davor. Oh Mann! Bleib doch oben. Ich lade mal nach. Ups! Streusprengsatz aktiv! Die Mine hat Job. Mich. Streusprengsatz aktiv. Wer schreit denn hier so rum? Mine. Hier, die Ella war's. Biobehälter aufgespürt. Fuse. Dann kommt gleich jemand hier hoch, dann muss ich hier schnellstens aus der Kamera raus. Ich stelle nach Geräten und Fallen. Oh oh oh. Oh oh oh. Beim Drohne jagen. Okay, die Lücke ist an. Oh. Da hinten ist ein Kopf. Des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Da hinten ist ein Kopf. Und das LMG eliminiert. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Jemand dotzt. Herrlich. Ah, diese blöde Verwaltung wieder. Okay. Die machen die Tür auf. Die Wand auf. Ach, ich hab nichts gemacht, aber egal.
den Biogefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Hat schon jemand die Stühle zu klopfen? Wie gemein ist das denn? Zumindest einen? Nee. Doch kein. Nur noch 10 Sekunden. Das Gerät ist vorbereitet. Ich werde mich. Es bleiben 5 Sekunden. Zwei mit einem Streich. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter nicht gefunden. Sie versuchen ihn während des Angriffs aufzuspüren. Da. Blitz, da war Blitz. Haben wir den Tee wieder? Nee. Finker? Doch kein Blitz? Doch, bestimmt. Ein kleines Andenken. Mine unterwegs. Schildeinsatz. Er will doch locken, oder? Könnte sein. Mach ich ihn jetzt tot. Noch zwei. Schmeiße Mine. Nur noch ein Gegner übrig. Ja, der bringt um, den ich überlebt habe. Sehr gut. Ja, das hab Schild. Na, das war jetzt doof. Au, 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 au. Lebst du noch? Ja. Ist schon noch nicht drin, noch nicht umkämpft, okay. 15 Sekunden. Einfach mal draufhalten, ey. Ich hab was getan. Bis der Tag kommt, an dem sie ihm einmal Yokai wegnehmen, dann kann er die Elite-Animation vergessen. Ich gehe doch nicht immer auf dumme Gedanken her. Bei Ubisoft muss man auf jeden Scheiß gefasst sein. Ja, ich weiß, aber du musst ja nicht immer noch den Input dafür liefern. Ich habe schon so viele tolle Sachen angesprochen, die wurden, naja, umgesetzt. Wobei Asami trifft ja schon ziemlich gut hier Bauschaumstoff, genau. Aber den Leiteroperator haben wir immer noch nicht. Oder Räuberleiter machen können. Oder so ein kleines Trittbrett für die Verteidiger.
Was du vorhin wegen des Rangs gefragt hast, hatte ich glaube ich 55 oder 56. Jetzt habe ich schon fast 60. Wie schnell ging das denn? Haben wir nur gewonnen? Nee, doppelte Kampfpunkte. Achso. Achso, war gratis Wochenende. Und erster Sieg des Tages gibt ja auch nochmal mehr. Dann kam der ja ganz schön spät, der erste Sieg des Tages. Wollte ich dir nur gesagt haben. Vielleicht habe ich im Hintergrund noch zwei Herausforderungen geschafft, das könnte ja auch sein. Ja. Wir haben schon wieder Bombe. Wir hatten doch jetzt schon zweimal bei euch sichern. Erstmal gut. Na dann. Mehr Willkommensmatten für Frau Frost, bitte. Boah. Jetzt will ich aber auch eine Kona. Und ich mach dich aufgemacht dazu. Bau eine Kona hin. Los. Wir haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Jetzt gibt's Kleinholz. Drohnenkleinholz. Nur wenn ich sie treffen kann. So, mal gucken, ob hier ein Schildträger mal in die Mine latschen will. Oder Finca, wenn hier rückwärts reingegangen wird. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Setze Willkommensmatte ein. Steht immer noch keine Kona rum. Ja, die ist schon wieder angeschossen. Die Kona-Frau mit ihrer Kontaktgranate. Ash. Ach, die ist da. Hogipi ist da noch an der Eingang. Am Hintereingang. Habe Sichtkontakt. Oh, Granate. Komm, bau hin, bau hin! Was dauert denn das so lange, war in der Wand? Okay. Nur noch ein Gegner. Macht die das? Null Munition! Lade nach! Ich bleib hier, wenn jemand in die Matte fällt, dann sehe ich das. Schade. Nicht. Da war eine Matte hinter. Wollte Borden rein. Gegner. Macht keiner zwischen den Brunnen. Es bleiben 10 Sekunden. Ich glaube, jetzt sind natürlich auch gewohnt, aber ich guck's mir gleich an, ich kann's ja noch nachbessern. Es bleiben 5 Sekunden. Gerät wurde platziert. Eingang präpariert.
Überwachung der Bomben verstärken. Der Gegner hat einen Entschärfer. Oh nein, der Gegner hat einen Entschärfer, das ist ja fies. Das braucht wieder keine. Heilungsstation platziert. Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert. Ah, doch, passt. Die Tür ist verrammelt! Die Tür ist verrammelt. Das war doch Bandit. Ja. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Oh, ich muss hier weg. Aufgeflogen. Was ist im Baumhaus? Grid. Baumhaus. Maverick brennt auf. Brennt. Ah, scheiße. Takepi muss ich getroffen haben. Vielleicht müssen sie zum Entschärfen ansetzen, sonst schaffen sie es nicht mehr. Das schaffen sie. Entschärfer lokalisiert. Die Bomben schützen. Den Entschärfer deaktivieren. Letzter verbleibende Operator des eigenen Bugs. Da, Mathe. Oh, wie knapp vorbei ist. Der Bomben doof. Entschärft. Die Gegner gewinnen. Mann. Man sieht sie sogar noch aus seiner Sicht. Es wird dem wurscht gewesen sein. Der hat sich auch gedacht, mir gewinnt der sowieso. Hätte trotzdem reinlatschen können. Scheiße. Wolltest du Fuse haben? Instinktiv erstmal zu so gegangen. Aber wir haben das Glühwürmchen. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Nicht Kenner. Wollte ich gerade hin. Da sind sie aber nicht. Ja, ist okay. Geht's halt nicht, geht's halt nicht in die Keller, ich Kellerkind. Voll oben sind sie. So, ich dachte, genau, da kommst du mit dir. So, hier, schieß mal drauf. Hier ist eine Willkommensmatte, Frau Frost. Ja, komm. Ah, ich steh in der... Oh, wir kennen ja schon alle. Nein, das machst du nicht. Mann. Der Wiggle. 10 Sekunden bis Einsatz. Aber wie hat Jack immer gesagt? 5 Sekunden bis Einsatz. Bitte? Ich hab's nicht gehört. Jack, der hat immer gesagt, Virgil. Bombe gefunden. Warum auch gelangt immer. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Guck dir mal den geilen Sonnenuntergang an oder Aufgang. USA, Osten, Sonnenaufgang. Enno wieder. Aber ja, schick. Ah ja, da geht nicht kaputt, scheiß Topf. Streusprengsatz eingesetzt. Ja, da hinten ist ja auch eine Sonne. Da hinten geht sie gerade unter, Serafina. Guck mal im Norden, da geht die Sonne gerade unter. Ja, genau. Ich entführe mal den Entschärfer, wa? Bring die Geisel mit. Fum, fum.
Willkommensmatten, Zugang sperren und ein Witchel bei mir. Na toll, freue ich mich. Oder der ist oben drüber. Da ist er oben drüber, ist so schwach. Frau Frost ist hinüber. Die Aroni auf der roten Treppe. Aroni tot. Das Treffen hat gezählt. Okay. Ah, was warst du? Wie einfach da hinten. Na, irgendein Schärfer holen, ab. Jetzt aber. Hallo, den Schärfer. Domitrine. Lieber Gegner töten. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. Das sieht immer so komisch aus, wenn kopfüber dann auch reingesprungen wird. Also nicht bloß kopfüber angefangen wird reinzuspringen, sondern auch so reingesegelt wird. Ja. Mal kurz ein gerades Blick. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Nicht Kenner. Wolltest du da schon wieder hin? Ja. Kennst mich doch Kellerkind halt, ne? Auch nicht Erdgeschoss. Da oben. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Störsender, oh. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Störsender. Ich geh den jetzt markieren. Let's Fuse gehen. Noch 10 Sekunden. Ja, habe ich mir schon gegeben. 5 Sekunden bis Einsatz. Sterbe ich bestimmt, oder? Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position. Ich glaub, den schaff sie. Nachladen. Ja, gerade dabei. Kann ich irgendwo aufmachen? Hier oben, bei den Außenwänden. Verstromt? Nur Pappe, ist interessant. Das ist sehr gut. Ne, nur Pappe. Oh, da lag jemand. Ich habe meinen Sprengladung zerballert, scheiße. Und die andere Außenwand auch. Wir haben Gojo. Na, hier hängen ist vielleicht auch nicht so cool. Mein Sprengsatz ist kompromittiert. Hat sie gesprengt. Ah, da ist jemand. Oh. Aua. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Warden. Nein, also im Esszimmer. Warden im Lesezimmer. Lichter an. Das ist eigentlich aber nicht so cool, weil jetzt er tot. Weil hier offen ist, scheiße. Double Envy drinnen.
eingeleitet. Letzter verbleibender Gegner. Hast du mich vermisst? Schicke FGS los. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. Ein Match spiele ich noch. Wollte ich auch gerade sagen. Passt. Hütchen. Und ist Luft drin. Mach's doch noch nicht auf. Ich sammle erst. Erst an Weihnachten. Ja, genau, weil es so schön war, erst an Weihnachten. Oder zum Geburtstag. Na dann. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Ich mach mal die Luke im Bad zu. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Luke zu. Position in Position, genau. Was befestigt? 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Lade nach! Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Jetzt können sie kommen. Wand gesichert! Da ist die Amaro. Die erlaubt sich was. Meine Corona, die ist weg, wa? Lade nach. Kann sein, stand die auf der Pappe? Ja. Außer, lass das doch. Die Außer ist am Bad an der Außentür.
Oh nee. Oh nee, sie hat es gerade schon benutzt. Oh, hier ist Pappe. Oh Mann. Das verstärkt, das bringt mir nicht viel. Oh, über uns. Ich warte, hier haben wir mal einen über uns, Vorsicht. Vielleicht bei ich. Na, da ist jemand. No. Miet. Südtreppe. Das wird es so aus wie er. Ja. Nur die Kellerkamera da. Mhm. Na dann. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Ausräuchern. Hör doch nicht dahin. Oh Mann, was wird das denn? Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Die Bomben sichern. Auf zur Luke. Ah, die Garage sind da komplett offen. Was ist das denn? Das geht auch nicht gut. Wechsle Magazine! Die Wand ist verstärkt! Gespanntes Magazin wechseln? Gespanntes Magazin wechseln. Da ist schon wer in der Garage. Das ist doch komplett zu. Was ist das denn? Hast du zugemacht? Ja. Gut. Warum? Ich würde sagen, ob Mira das gemacht hat, das wäre total Quatsch gewesen. Oh, EMP-Mann macht gleich Außenwand auf. Ja, also mit Termin. Weg. Das macht er daneben auch noch auf. Okay. Mehr ist immer gut, sagt er sich bei den Löchern. Da oben war keiner. Klebe die Mine fest. Na, immerhin hat er so seine zweite Sprengnadel und seine zweite Exotherme verschwendet. Die Sau haben sie noch. Oh.
rennt mir gleich jemand hinterher. Nee, lass es doch. Ach, Solo. Mann. Mist, Mist, Mist. Bombenentschärfer platziert. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Nur noch ein Gegner übrig. So getroffen, aber jetzt ist es zu spät zum Entschärfen. Mission gescheitert. Er hat schon angesetzt, aber der Gegner war noch auf der Lauer. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Nicht Küche. Ich guck mal, Keller. Ja, ist sauber. Du schon. Vielleicht oben beim Traktor. Ja. Mira oder Frau Frost haben sie? Noch weiter oben geht's aber nicht. Aufs Dach. Noch 5 Sekunden. Frau Frost. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Boah, pfui, hier regnet's ja. Na sowas. Ja, alle da unten, unten rein. Ich geh nicht unten rein. Feind ist lokalisiert. Gut, identifiziert, aber nicht markiert. Sehr schön. Entschärfung einleiten. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Okay. Entschärfer liegt noch draußen. Okay. Fenster. Was? Ach, hochgegangen. Scheiße. Entschärfer ist jetzt gesichert. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Der letzte ist worden. Der letzte, ja. Achtung, da kommt der Kirchenmann an. Eigener Druck getötet. Zugangssperre. Doppelte. Hoppla. Ich wollte aber auch schnell rein, bevor die mich da einkesseln, der am Fenster und der zur Tür. Naja. Hat wieder seinen Tannenbaumanzug an. Dieser Kapkan. Ich hätte Frau Frostmatten gerne gefunden. Naja, man kann nicht alles haben.
Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.